Am vergangenen Samstag war Rashford als Doppelpacker der Matchwinner des englischen Rekordmeisters gegen den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp 2:1 gewesen. Der Youngster weiß allerdings auch, dass das 0:0 in Sevilla im Hinspiel ein gefährliches Ergebnis ist. Rashford in der Startelf. Im Rückspiel am Dienstag ab 20.45 Uhr im Live-Ticker bei Eurosport hofft Rashford, dass ihn Teammanager José Mourinho auch gegen Andalusier von Anfang an bringen wird. Allerdings war das Duell gegen Reds sein erstes Premier League-Spiel von Beginn an seit dem 26. Dezember 2017. Rashford, der sich gute Chancen ausgerechnet, mit der Auswahl des Fußballmutterlandes zur WM im Sommer nach Russland zu fahren, ist fast bescheiden. Im Augenblick lerne ich nicht am meisten auf dem Spielfeld, das ist eher im Training der Fall. Ich versuche, das im Spiel umzusetzen, und das funktioniert zurzeit. Dass Mourinho nicht ständig das Gespräch mit ihm sucht, für Rashford kein Problem, er muss nicht mit mir sprechen. Im Fußball gibt es immer Höhen und Tiefen. Entscheidend ist mannschaftliche Geschlossenheit. Mal spielst du, mal eben nicht. Starcoach Mourinho dürfte C-Worte mit viel Wohlgefallen vernommen haben. Römer wollen Revanche. Noch schwieriger als für Man United wird Aufgabe für AS Rom am Dienstag ab 20.45 Uhr im Eurosport Live-Ticker gegen Schachtar Donezk, denn Römer verloren in der Ukraine mit 1:2. Seit einem Jahrzehnt hat es Roma nicht mehr geschafft, in Runde der letzten 8 in der Champions League vorzustoßen. Schachtar verlor 2 von 3 Achtelfinalduellen, nur im Jahr 2011 gelang das Weiterkommen mit einem 3:2 und 3:0 Sieg. Gegner AS Rom. Video: Champions League-Kampfansage von Klopp, Halbfinale das Ziel.